Heute zeige ich euch einen Money Glitch, wo ihr nicht vom Anti-Cheat-System erkannt werden könnt von Rockstar Games. Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute zeige ich euch, wie gesagt, einen richtig krassen Money Glitch. Denn bei diesem Money Glitch ist das Besondere, ihr braucht hier keine persönlichen Kennzeichen, da ihr bei diesem Money Glitch immer saubere Kopien macht. Aber vor mit dem Video anfangen wir jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und für die, die uns noch nicht abonniert haben, abonniert mich auf was die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch eigentlich? Für diesen Glitch braucht ihr einmal den Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Teil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Basis. Und die Basis muss voll sein mit Fahrzeugen. Ganz wichtig. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Arena. Und in der Arena braucht ihr ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren möchtet. Mein Tipp, nimmt ein Easy aus der Arena-Werkstatt in der Zukunftsschlag-Variante, denn das Fahrzeug bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. Und das ist Fakt, Leute. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch random Fahrzeuge, die ihr für diesen Glitch nicht verliert. Also irgendwelche normalen Fahrzeuge in der Arena stehen. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch Fahrzeuge, die aber für diesen Glitch verloren gehen können. Also am besten einen kostenlosen Elegy, beziehungsweise mehrere, je nachdem wie viele Duplikate ihr mit diesem Glitch machen wollt. Und zu guter Letzt braucht ihr auch noch einen Freund, der euch mit diesem Glitch unterstützt. Habt das Ganze sehr gut, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Denn im ersten Teil des Glitches geht es jetzt darum, euren Freund in den verglitschten Modus zu bringen, damit ihr eure Fahrzeuge duplizieren könnt. Das bedeutet, ihr trefft euch jetzt mit eurem Freund vor eurer Basis. Und ihr bringt jetzt auch ein persönliches Fahrzeug mit. Ganz wichtig, dieses persönliche Fahrzeug darf nicht außer Basis stammen, sondern muss irgendwo anders geparkt sein. Seid ihr jetzt bei eurer Basis angekommen und euer Freund auch, dann steigt jetzt euer Freund mit in euer persönliches Fahrzeug ein. Denn als nächstes fahrt jetzt einfach zum Punkt von der Basis, denn ihr werdet jetzt natürlich die Meldung bekommen, die Basis ist voll. Und diese Meldung bleibt jetzt erstmal, denn jetzt ist euer Freund dran. Euer Freund hält jetzt die untere Pfeiltaste gedrückt und wählt jetzt einen Story-Modus-Charakter aus. Es ist völlig egal, welchen ihr auswählt, denn er braucht die Meldung in GTA, ob er sich sicher sei, ob er GTA Online verlassen möchte. So, hat jetzt diese Meldung im Screen, könnt ihr jetzt die Meldung, dass die Basis voll ist, abbrechen mit Kreis und fahrt jetzt wieder ein paar Meter zurück und steigt aus. Seid ihr ausgestiegen, öffnet jetzt das Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge und lagert das Fahrzeug jetzt ein. Aber ihr werdet merken, dass zwar für das System das Fahrzeug jetzt eingelagert ist, aber das Fahrzeug immer noch da steht. Jetzt könnt ihr eurem Freund Bescheid sagen, ey yo, du kannst jetzt deine Meldung jetzt auch mit Kreis abbrechen. So, euer Freund bricht jetzt natürlich die Meldung auch jetzt mit Kreis ab und steigt jetzt auch aus dem Fahrzeug aus. Das Fahrzeug wird jetzt despawnen, das ist normal. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist euer Freund jetzt schon verglitscht für diesen Money Glitch. Optimal. Denn als nächstes fahrt jetzt zu eurer Arena. So, seid jetzt bei eurer Arena angekommen, müsst als nächstes unseren MOC zu uns bestellen. Das Ganze machen wir über das Interaktionsmenü, über Sonderfahrzeuge. So, wurde das MOC jetzt geliefert, müssen wir es auch noch hier kurz zur Tür fahren. Denn wir müssen es darauf achten, dass der blaue Punkt, wenn wir es jetzt geparkt haben, auch sichtbar ist. Also in meinem Fall ist es hier auf dem Bürgersteig geparkt. Da ist in der Regel der blaue Punkt sichtbar. Falls jetzt der blaue Punkt jetzt nicht sichtbar ist, wenn ihr zu Fuß da steht, dann müssen wir MOC nochmal umparken, bis der blaue Kreis da ist. Als nächstes müsstet ihr theoretisch jetzt über Mechaniker ein Fahrzeug bestellen, wo euer Freund einsteigen kann. Aber in meinem Fall gehe ich einfach kurz in die Arena rein und hol einfach ein Fahrzeug raus. Geht genauso schnell. So, habt ihr ein Fahrzeug bestellt oder jetzt rausgefahren, wie in meinem Fall, dann stellt es einfach dahin und euer Freund steigt ein. Denn als nächstes müssen wir jetzt wieder das Installationsmenü öffnen, gehen auf Fahrzeug und gehen wieder auf Fahrzeug einlagern. Und jetzt seht ihr auch, ob der Modus vom Freund auch wirklich funktioniert. Denn wenn das Fahrzeug wieder da stehen bleibt und euer Freund nicht rausgekickt wird, dann funktioniert der Glitch wunderbar und könnt weitermachen. Falls jetzt euer Freund jetzt rausgekickt wird und das Fahrzeug despawnt oder so, dann war er leider nicht im Modus und ihr müsst den Glitch leider von vorne machen. Gut, in meinem Fall hat jetzt glücklicherweise alles funktioniert und können mit dem Glitch weitermachen. Denn als nächstes gehen wir jetzt einfach wieder zurück in die Arena. So, sind wir jetzt in der Arena angekommen, steigen wir jetzt in das Fahrzeug ein, was wir diesen Glitch uns duplizieren möchten. In meinem Fall ist es jetzt hier dieser Easy. Sind wir jetzt in diesem Fahrzeug eingestiegen, was wir uns jetzt duplizieren möchten, können wir jetzt einfach fahren in der Arena. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber es ist so. Wir können es einfach fahren. Denn wir müssen jetzt mit dem Fahrzeug zur Garagenausfahrt fahren und es mit einer Seite einklemmen, so wie hier im Video. Habt das Fahrzeug jetzt ungefähr so hingepackt, so wie ich, steigt jetzt aus und holt jetzt irgendein anderes Fahrzeug, um die andere Seite des Fahrzeugs einzuklemmen, was wir uns duplizieren wollen.
Ist das Fahrzeug jetzt so eingeklemmt wie hier im Video? Da müssen wir es erstmal testen, ob wir uns auch rein und raus teleportieren. Das bedeutet, wir gucken jetzt zum Fahrzeug und drücken Dreieck. Und wenn wir rein teleportiert werden, bzw. wieder raus teleportiert werden, funktioniert das Ganze wunderbar. Denn als nächstes gehen wir jetzt zur Garagenausfahrt, dass wir auch oben links die Meldung haben, dass wir die Arena verlassen möchten. Denn jetzt kommt ein kleines Timing, ist aber nicht so schwer. Denn ihr drückt jetzt X und Dreieck gleichzeitig auf den Controller. Und dadurch solltet ihr einmal rausgehen aus Arena, aber gleichzeitig auch in das Fahrzeug rein teleportiert werden. Und wenn alles funktioniert, müsstet ihr draußen spawnen mit dem Fahrzeug, was ihr euch duplizieren möchtet. Falls ihr aber zu Fuß draußen spawnt, ist das nicht schlimm, geht einfach wieder rein und versucht es noch einmal, bis das Ganze funktioniert. So, seid ihr mit dem Fahrzeug draußen gespawnt, so wie ich, bestellt jetzt über Mechanica das Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Das bedeutet am besten einen kostenlosen Elegy. In meinem Fall steht das Elegy zufälligerweise im MOC. Das bedeutet, ich bestelle mein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann, nicht über Mechanica, sondern über das Interaktionsmenü aus meinem MOC. Geht genauso. Das Fahrzeug wird jetzt aber nicht geliefert. Das werdet ihr nämlich nicht sehen. Das bedeutet, wir müssen jetzt einfach 15 Sekunden lang zählen. So 1, 2, 3 bis 15. So, haben wir es bis 15 Sekunden gezählt, könnt ihr jetzt eurem Freund sagen, ey yo, bitte steig aus dem Fahrzeug aus und achtet jetzt aufs Nummernschild. Denn ihr werdet merken, dass sich das Nummernschild auf einmal wie aus Magie wechselt. Denn das Fahrzeug hat jetzt einfach das Nummernschild vom Elegy übernommen, beziehungsweise vom Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Und genau das ist der Grund, Leute, warum dieser Glitch nur saubere Kopien hervorbringt und ihr keine Angst haben müsst wegen Anti-Cheat-Systemen. Gut, das Fahrzeug an dieser Stelle ist aber noch nicht abgespeichert. Um das Ganze jetzt einfach abzuspeichern, müsst ihr wieder ins MOC hineinfahren. Falls ihr eine Meldung bekommt, dass euer MOC voll ist, einfach mit X bestätigen, dass ihr umparkt. Da aber in meinem Fall der Elegy, der für diesen Glitch verloren gehen konnte, aus dem MOC stammte, habe ich natürlich diese Meldung jetzt natürlich nicht gehabt. So, rein theoretisch ist jetzt unser erstes Duplikat abgespeichert und der Mining Glitch in diesem Sinne beendet. Aber Leute, ihr könnt einfach direkt weiter glitchen. Das bedeutet, ihr fahrt jetzt wieder mit irgendeinem Fahrzeug zu eurem Freund. In meinem Fall nehme ich einfach hier direkt das Duplikat, stellt es wieder dahin und euer Freund steigt ein. Und ich lasse das Fahrzeug wieder über das Interaktionsmenü einlagern und so weiter und so fort. Und somit könnt ihr einfach immer weiter duplizieren, was das Zeug hält, beziehungsweise so viele Elegies, wie ihr halt zur Verfügung habt. Aber gut, die wichtigste Frage in diesem Video ist natürlich, wie viel bringt das hier mal ein Duplikat? In meinem Fall bringt jetzt mal ein Duplikat ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars. Aber Leute, wenn ihr es komplett max-out auftunet, sogar 1,8 Millionen Dollar pro Duplikat. Ist ja richtig geil. Aber gut, Leute, das war es jetzt hier mit dem Money-Glitch-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst fetten Daumen nach oben. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es euch gerne beantworten. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.